Hallo, LibreOffice Calc Titelleiste. Die Titelleiste befindet sich ganz oben und zeigt den Namen des aktuellen Tabellendokuments, unbenannt 1 LibreOffice Calc. Wenn Sie ein neues Tabellendokument erstellen, wird es unbenannt X genannt. Das X steht dabei für eine Zahl. Wenn Sie ein Tabellendokument zum ersten Mal speichern, müssen Sie einen Namen dafür vergeben. Menüleiste. Unter der Titelleiste ist die Menüleiste. Wenn Sie eines der Menüs wählen, öffnet sich ein Untermenü mit Optionen. Sie können die Menüleiste Ihren Bedürfnissen anpassen. Symbolleisten. Unterhalb der Menüleiste sind standardmäßig drei Symbolleisten angeheftet. Die Symbolleisten Standard, Format und Rechenleiste. Die Symbole auf diesen Leisten bieten Zugriff auf eine große Anzahl häufig benötigter Befehle und Funktionen. Sie können diese Symbolleisten weitgehend an Ihre Bedürfnisse anpassen. In der Symbolleiste Format befinden sich links die Auswahlfelder für Formatvorlagen, Schriftnamen und Schriftgrößen. In den Auswahlfeldern werden die jeweiligen Einstellungen der aktuell ausgewählten Zelle bzw. des ausgewählten Bereiches angezeigt. Die Liste der Formatvorlagen ist standardmäßig nicht zu sehen. Um die Liste der Schriften und Schriftgrößen sichtbar zu machen, klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil, der sich rechts neben dem Auswahlfeld befindet. Hier. Und hier. Um die Liste der Formatvorlagen sichtbar zu machen, klicken Sie auf das Symbol Formatvorlagen oder die Taste F11. Ciao und viel Glück!